Da unten haben, ich glaube, das ist unsere. Die Frage ist, wo müssen wir? Wir können einfach dem Pfeil folgen, glaube ich. Das war ein Gegner. Ist natürlich blöd. Für ihn. Schau noch mal kurz nach. Ich glaube, wir haben alles erkundet. Au, au, au. Gut, den übernehmen wir noch. Habe ich da irgendwie so. Vielen Dank. Und wir gehen weiter. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Schon okay. Bleib liegen. Und wer war das jetzt wieder? Ach so. Kurz ein Foto geschossen. Leadheadsplicer. Ich meine, wir kriegen immer Zeug, wenn wir die auf Maximum bringen. Such dir ein besseres Versteckmonster. Ich sehe dich. Kämpfen die gegen den? Au. Ach, die haben einen besiegt. Hallo. Ich folge mal dem. Hier unten schon mal? Ich weiß nämlich, dass ich da unten irgendwas gesehen habe, aber nicht, ob ich unten reinging. Ich glaube nicht, so wie es aussieht. Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Ich frage mich, ob ich die vielleicht irgendwie... Dein Licht kracht sogar bis in die Finsternis hier unten. Moment mal! Oh Madonna! Okay, nicht schlecht. Diese Strategie gefällt mir.
Da ist eine. Das ist ziemlich unauffällig, ne? Erstmal gehe ich hier rein, denn ich muss hier was austauschen. Und zwar hau ich. Was habe ich da eigentlich drin gehabt, was ich wechseln müsste? Das war, glaube ich, das hier, oder? Der Ratte. Dieb, genau. Ich hau wieder das Medical Expert rein, weil das mit dem Stehlen ist jetzt nicht so geil. Das hier wäre eigentlich. Ja, braucht so viel Energie, das ist so. Wrench Lurker. Schnapp ich mir noch kurz, bevor es weitergeht. Die größer und stärker sind als sie, müssen den Vorteil nutzen. Also eigentlich ein bisschen im Silent-Bereich. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Lager ich ein. Oh, da fällt sie. Klatsch. Au. Weißt du was? Ich mach's so. Oh nein. Verdammt, die geht sich heilen. Ich lasse es einfach sein. Ich verschwinde. Brauche ich? Nee. Zigaretten brauche ich auch nicht. Dann klopfen wir mal an und sagen Hallo. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Das hört sich nicht gut an. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Ja, toll. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide. Das stimmt, aber ich habe nicht so ein Plasma. Jawohl, ich kann die Leute verbrennen. Hacker Fokus. Ich kann es nicht nehmen. Ich glaube, ich muss es entzünden. Jo. Okay, was haben wir hier? Entschärft Fallen, Sicherheitssystem. Ah. Weniger durchgeschmorte. Das ist nicht schlecht. Security Access, aber das ist auch alles nicht gut. Ich lager's auch ein. Hier könnte ich noch austauschen, wenn ich jetzt noch was wollte. Details Big Daddy, da werde ich keinen Big Daddy treffen, also. Na gut, muss ich wohl alles ablegen. Na, ich habe noch die Rohrzange, nicht schlecht. Die Kamera habe ich auch noch. Okay.
Hier ist Öl. Oh nein. Oh nein. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Dort hinten ist Fontaine, glaube ich. Atlas, er gehört uns! Uns! Ich weiß, was du vorhast! Habe ich den erwischt? Habe ich. Nicht schlecht. Fuck. Erstmal entzünde ich den hier. Komm her. Da, fang. Und er brennt. Au. Kommt denn der her? Oh, kriege ich was? Erhöhter Schaden. Verdammt. Der Typ geht mir langsam auf den Sack. Sollte mal langsam verbrennen. Na, geht doch. Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. Muss das hier hacken. Okay. Ich glaube, das könnte uns von Vorteil sein. So, wenn ich da irgendwie es schaffe. Ich brauche noch einen quer. Da habe ich ihn. Nein. Die Steuerung hier im Menü ist so ein Traum. Okay. Nicht schlecht. Toll, dort hinten ist noch ein Scanner. Den möchte ich natürlich, den müsste ich fast auch haben. Hier kann ich noch Upgrades tauschen. Brauche ich jetzt nicht. Ach, ein Verkaufsautomat. Hat aber auch jetzt... Ich könnte die Autohacker kaufen, aber ich habe 3 Stück. Und ich kriege die auch ab und zu. So, dann hole ich mir halt das auch noch. Okay. Hier ist eh nichts. Ach, eine Splittergranate, krass. Ich glaube, das ist die erste, die ich in so einer Kiste gesehen habe. Sonst war da immer nichts. Ein
nicht schlecht. Ich glaube, ich muss anfangen, alles hier zu schmelzen. Mit gut Glück kriege ich irgendwas. Die Spritzen habe ich ja zum Glück wieder voll. Dafür wurde gesorgt. So, jetzt kann ich hier rein. Hier geht's nicht rein. Vielleicht der Seite. Gib mir mein Mädchen zurück! Verdammt. So, geht doch. Okay. Einen weiteren Autohacker und Alter. Bisschen Geld. Weiter geht's aber nicht, glaube ich. Oder hier hoch? Nee. Ach, ich habe ein... Stimmt, ich habe keine Waffe. Ich habe Pistolen gefunden. Ich könnte Munition kaufen, aber ich hoffe, ich kriege die natürlich wieder zurück, weil... Wäre sonst ein bisschen assi. Ich nehme an hier. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie die Pistolenkugeln resettet, weil... Ich hatte, glaube ich, mehr. Habe ich nicht mehr so viel. Die Frage ist nur, ich glaube, ich mache hier mal einen Cut, denn ich habe das Gefühl, es geht hier noch ein bisschen weiter. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play Bioshock. Bis zum nächsten Mal.